Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Oxygen Not Included. Ich grüße euch. So. Puh, hier wird das Wasser langsam ein bisschen dünsterig. Gucken wir mal. Stoff kommt rein. Da wird auch schon ein bisschen was gebastelt. Wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass mal jemand irgendwann hier wieder mit dem Graben anfängt, geschweige denn mit dem Bau von dem ganzen Spaß. Wer sollte den Bau eigentlich übernehmen, beziehungsweise Digging Viola? Harvesten, ist klar. Okay, wer nicht gut in künstlerischer Arbeit ist, der soll das auch lassen, bitte. Da kommt nämlich nur Schmann bei raus. Komposten können sie trotzdem alle. Combat dürfen sie alle. Harvesten dürfen sie alle. Deliver und Dig. Deliver machen wir mal bei denen, die im Digging gut sind, machen wir mal aus. Build ist auch wichtig. Okay. Die machen jetzt auch nichts von Delivering. Die werden jetzt hoffentlich auch mal arbeiten. So, hier wird schon... Ah, wunderbar. Jetzt liefern sie mal die ersten Materialien hier rein. Da bin ich sehr dankbar gerade drum. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich bin mal gespannt. Jetzt normalerweise sollten jetzt unglaublich viele Sachen aufgebaut werden. Skill increased. Athletic, singering. Okay, alles klar. 23.000 Kilokalorien auf der hohen Kante. Wir lassen es einfach mal so laufen. Es sind hier zum Beispiel, Fried Mush Bar ist hier. Schaut auch nicht unbedingt gerade lustig aus, das Zeug. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Schaut irgendwie eklig aus. Aber naja, gut, wenn sie es mögen. Genau, Pending Construction. Also hier sind überall Sachen offen. Da müssen sich jetzt erstmal unsere Leute auch ein bisschen dran wagen. Ja, es dauert auch ein bisschen. Erstmal ein bisschen die Maden ernten. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis das hier oben fertig ist. Wer ist denn die beste Construction-Drohne, die wir haben? Nadja. Ah, Nadja erntet tatsächlich, okay. Ist blöd, dass die kein Bett haben. Das gefällt mir nicht, pass auf. Ich will, dass die sich mal alle darum kümmern, dass hier oben mal ein bisschen was hinkommt. Ich will, mag das nicht, dass die auf dem Boden pennen müssen. Na also, ein Bett ist vergeben, wunderbar. Da sind dann nämlich auch die nächsten wieder gerettet da drin, wenn die eigenes Bett einfach haben. Finde ich ganz wichtig. Licht ist auch da, gucken wir mal schnell. Schaut doch hell aus bei uns, ha? So, Futter ist auch da. Hier unten wieder Kompost erstmal ein bisschen geerntet. Kompost haben wir hier. Ah, hier Nadja baut schon. Schau, nächste Batterie wird schon angeschlossen. Hoffen wir mal, dass er demnächst auch ans Netz geht. Wie viel haben wir noch drin? 2, 3. Ja, das geht schon richtig schnell runter auch. Jetzt, wenn einer drauf ist, dann sinkt es trotzdem noch, aber halt nicht mehr ganz so heftig. Bei 2
steigt es wieder ein bisschen. Okay. Oh, hier wird endlich mal die Leitung gelegt. Was? Research Center ist idle? Ach so, ja, weil der forscht noch. Ja. Das ist auch in Ordnung, dass der da noch forscht. Endlich mal eine Dusche. Jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert, bis das genutzt wird. Ich bin ja wirklich mega gespannt, was da passiert jetzt. Die Dusche läuft. Wir waren das gerade. Du warst das gerade, oder? Ja, da steigt die Stimmung, ja? Wer ist denn der Stressigste? Nils ist der Stressigste. Der darf als allererstes mal auf die Streckbank. Sauerstoff. Hier unten ist extrem ärgerlich, weil kaum was zu atmen. Hier oben schaut es schon gar nicht mal so schlecht aus. Ey, schau mal, was hier an kontaminiertes Oxygen und hier ist Hydrogen. Also da anzubohren ist echt eine Katastrophe. Hier oben auch überall Chlorin, Alter. Chlorgas, Mann. Chlorid, Oxygen und Chlorin. Also hier anzubohren ist eine Herausforderung. Nennen wir es mal so, es ist eine Herausforderung. Gucken wir mal, wo die Reise da hingeht. Und ihr seht schon, hier wird extrem abgebuddelt. Auch schon das Wasser wird hier richtig rausgezogen. Wir müssen das irgendwie wieder reinleiten. Und das können wir, indem wir entweder hier Wasser zum Beispiel rauspumpen, in unser Netz einspeisen, aber das Geklärte ausschließlich hier wieder reinleiten. Das wäre meine Wunschvorstellung. Ich will bloß nicht, dass es überläuft. Weil dann geht nämlich nichts mehr voran. Wichtig ist aber, unsere Pflanzen wachsen und geben auch Nahrung ab. Super, super wichtig sogar. Wer ist denn eigentlich diejenige, die hier Digging gut kann? Viola ist das. Warum erst... Warte mal, Viola ist für Power... Nee. Viola, mach du mal was anderes irgendwie. Du musst... Du kannst im Ernten dich engagieren, da bin ich auch gar nicht böse drum. Aber danach muss es halt weitergehen mit Digging zum Beispiel. Oder mit Bauen oder irgendwas. Genau, es muss mal hier ein bisschen vorangehen alles. Wenn das zwei machen, dann bin ich ja voll zufrieden, weil dann geht da wenigstens mal was. Dann haben wir einen Progress, wisst ihr? Bei so viel Nahrung bin ich auch gar nicht böse drum, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Lice, haben wir hier Mushbars und... Ja, also da ist richtig viel Zeug da. Und jetzt ist Essenszeit scheinbar. Ist okay. Das ist in Ordnung. Machen wir oben mal alles so nacheinander weg. Hier auch im Übrigen. Hier machen wir zu. So. Wie gesagt, Arbeit ist genug da. Ich muss einen Fortschritt sehen, sonst macht mich das auf Dauer echt wahnsinnig. So, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir hier ein Manual Airlock. Creates an airtight seal that maintains atmosphere pressure between areas. Das finde ich wichtig. Das bauen wir jetzt hier nämlich ein. Weil, ich zeige euch das gleich mal, was ich vorhab. Das ist jetzt quatschig. So, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Hier unten kommt ein Doppelgerät rein. Das ist unser Dreckwasser-Containment.
So, und das müssen wir so machen, dass hier eine Leiter nach unten führt. Und dann werden wir folgendermaßen vorgehen. Ungefähr auf den Leveln brauchen wir auch nochmal eine. Und dann müssen wir das alles abdecken. Aber wie gesagt, das ist Arbeit, die kommt jetzt. Jetzt können wir erstmal uns einen neuen Duplicant holen. Ein Cooking 8 Typen wäre geil. Aber ein Constructor wäre mindestens genauso wie ich will, aber den Koch haben. Der sichert uns jetzt auf Zukunft auch nochmal, dann musst du wenigstens nur noch einer kochen. Okay, der ist ein Kunst schlecht, im Komposten braucht er auch nicht arbeiten, da braucht er nicht arbeiten. General Power kann er machen, Harvesten kann er machen. Sweeten kann er, Build braucht er nicht, Athletics im Deliveren kann er und Digging braucht er nicht. Okay, das ist Jasper, unser Neuer. Und er entlastet unsere ganze Community jetzt erstmal damit, dass hier einfach ein bisschen Essen gekocht wird. Oh, die pumpen hier Wasser raus, das ist der helle Wahnsinn. So, gucken wir mal ganz kurz, wie schaut es mit dem Wasser apropos aus? Genau, ihr seht schon, hier kommt jetzt Wasser rein. Das sind diese Pumpelchens. Die kommt hier hoch, genau. Und das fließt hier alles in diese Geschichten rein. Okay, das ist super. Aber es kann halt nichts raus. Das heißt, wenn die Dinger voll sind, dann sind die halt voll. Und dann geht da halt auch nichts mehr, ne? Schwierige Lage. Sauerstoff. Kurzer Check-up. Oh, oh. Oh oh. Oh oh oh. Ich suche gerade was, aber ich glaube, wir forschen daran gerade erst, oder? Ja. Am Electrolyzer. Shit. Hydrogen Generator. Das da müssen wir auch mal machen. Die Power Regulation, das brauchen wir aber noch nicht im Augenblick jetzt gerade. Okay, wir gucken mal. Die Lage ist gut. Ich bin mir ziemlich sicher. Schlafenszeit. Einen einzigen können wir noch in unsere Kolonie lassen. Danach ist Ende. So, hier wird weiter gebaut. Ja, die Digging, das geht schon echt gut ran. Research is complete, okay. Electrolyzer, den können wir hier unten reinstellen. Ah, können wir nicht. Den könnten wir hier hinstellen. Ich will das aber eigentlich vermeiden. Hm. Können wir noch irgendwas machen? Bio, das... Slime in Algen, Water Purifier. Das Ding brauchen wir, um sauberes Wasser herzustellen. Das mache ich aber noch nicht jetzt. Das ist mir gerade zu stressig, wenn eh schon die Energie immer knapp ist. Okay. Schauen wir mal. So, hier wird jetzt gerade unsere neue Geschichte gemacht. Wenn keine Luft durchkommt, gehe ich immer einfach davon aus, dass auch kein Wasser durchkommt. Also, wisst ihr, was ich meine? Schon, oder? Für mich klingt das so, als wäre das dann dicht.
Aber gucken wir mal. Strom ist voll da, also es scheint gut zu sein. Okay, Research, weiter geht's. Power Regulation, gleich hinterher forschen. Sollte ja relativ schnell gehen, finde ich. Skill Increase, haben wir Thinkering ein bisschen besser, alles klar. Pending Construction. Da braucht man nicht viel für. Schaut's aus, Ausgrabung. Ah, hier unten wird Wasser gezapft. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Ich wollte nicht, dass an dem Wasser rumgedoktert wird, wisst ihr? Dass hier gar kein Zugang zu dem Wasser ist, weil das ist ein Reservoir, das brauchen wir später dringender als jetzt. Nutzen wir lieber das erstmal, was wir haben, bevor wir neue Quellen abzapfen. Oh, hier ist schon wieder was zum Harvesten bereit. Sonst nur einer? No. Gleich nochmal neu nachharvesten, wenn wir schon mal dabei sind. So, hier geht es mittlerweile auch weiter. Hier unten ist schon fertig. Da bin ich sehr, sehr begeistert. Weil je mehr hier geschafft wird, desto mehr haben wir einfach am Platz, den wir nutzen können. Den Electrolyzer könnten wir jetzt da unten hinsetzen. Ich würde den auch ganz gerne da unten hinsetzen. Weil ich finde das wichtig, dass der Sauerstoff hier nachproduziert wird. Brauchen wir dafür Strom? Ja. Okay, der ist angeschlossen. Da brauchen wir aber auf jeden Fall noch einen Leiter. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch Wasser. Und das finde ich wichtig, weil wir wollten ja sowieso hier gucken, dass wir hier auf unsere Hauptachse Wasser draufbringen. So. Weil die Hauptachse mit Wasser zu versorgen, macht es uns später leichter, weil davon können wir nämlich hier abgehen. Das heißt, hier können wir da wirklich alles anschließen, wenn irgendwo Wasser gebraucht werden würde. Ohne gleich eine Liquid Bridge oder sowas bauen zu müssen. Das zeige ich euch dann aber, wenn es soweit ist. Genau. Unser Dreckwasser, das werden wir auch hier in einen Fan reinleiten. Aber noch nicht anschließen. Ganz wichtig, diese Kanalisationsanschluss, den wird es noch nicht geben. Erst wenn hier alles fertig ist. Weil ich will nicht, dass das Ding plötzlich loslegt. Deswegen schließe ich das bewusst noch nicht hier an. Das mache ich erst am Schluss, wenn alles hier wirklich fertig gebaut ist. Dann schließen wir das Ding an. Nicht vorher. Auf keinen Fall vorher. Oh, hier ist kontaminiertes Oxygen. Das finde ich jetzt sehr uninteressant. Finde ich sehr interessant, aber auch sehr eklig irgendwo. Es geistert hier immer noch überall in der Kolonie rum. Okay. Naja, gut, lassen wir mal laufen. Das wird schon. Aber ich finde eigentlich, dass wir hier drüben die Priorität für alles ein bisschen hochsetzen sollten. Ich finde, es ist wichtig, dass wir das hier weiter vorantreiben. Genau, möglichst gleich dicht machen, damit hier gar nichts passiert. Vor allem nichts runterfällt. Geht mir auf den Keks, ich sag's euch. Ich will ein sauberes Wassercontainment hier haben. Im Übrigen, ich grabe hier am Wasser nirgendwo rum. Weil damit verschwindet hier Wasser und zwar gar nicht so wenig. Das heißt, passt da bitte auf, wie Schießhunde.
Das ist echt blöd. Wenn du hier was abgräbst, ist dieses ganze Wasserblock drumherum weg. Ja, das verschwindet leider. Das ist scheinbar noch ein Bug, das kann sein. Aber ist okay. Bloß passt da höllisch auf. Ich sag's gleich im Vorfeld. Freunde, wir sehen und hören uns allerdings erst in der nächsten Folge. Ich freue mich da schon drauf und sag bis dahin, habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Euch nur das Beste. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Tschüss.